Heute ist es soweit, ihr Lieben. Heute geht was zu Ende. Der Sommer 2022 ist passé und wir spielen heute das letzte Konzert. Letztes Konzert, Hannes? Ich dachte, Inside the Band ist schon abgedreht. Ja, das ist die Seele der Zeit, ne? Dass sie halt vergeht. Aber Zeit ist ja auch eine Illusion. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das war ein wunderschöner Sommer, der viel zu schnell rumgegangen ist. Es war ein anderer Sommer. Es war ein anderes Jahr. Kopf über seltsam. Nichts wie es war. Es war ein anderer Sommer. Was nehmt ihr mit aus dem Sommer 22? Auf alle Fälle eincremen, auch wenn es bewölkt ist. Damit war es das ja auch für Inside the Band. Werdet ihr das vermissen? Also, Ich werde Inside the Band. Inside the Band vermissen. The Band vermissen. Das morgendliche Gefühl, wenn du gerade verquollen aus dem Bett aufstehst, da hält dir schon jemand die Kamera ans Gesicht. Schreibt mal in die Kommentare, wer Inside the Band noch vermissen wird. Wir werden Inside the Band übrigens vermissen. Ja, ich auch. Mega Format, wirklich. Kopf über seltsam. Nichts wie es war. Es war ein anderer. Wir wollen heute dieses, ja, das letzte Inside the Band nutzen, um Danke zu sagen. Danke fürs Kommen, fürs Tickets behalten. Fürs Schwitzen, fürs Mitsingen, für eure Textsicherheit, für eure Kilometer, die ihr geschrubbt habt, um hier zu sein. Fürs Freinehmen, für... Fürs Mitsingen und vor allen Dingen mitklatschen, weil Steff lässt ja eigentlich die Leute immer mitklatschen. Ich glaube, die haben teilweise rote Hände schon. Könnte sein, ja. Einfach fürs daran glauben, dass es diesen Sommer geben wird. Hey. Letztes Mal Soundcheck, Open Air Sommer 22. Come on! Außerdem wollen wir uns bedanken bei all den Helfern, bei all den Helferinnen vor der Bühne, hinter der Bühne, die sich die Nächte um die Ohren schlagen, damit ja, Musik wieder stattfinden kann, live. Und außerdem wollen wir uns natürlich bei unserer Silbermond-Mannschaft bedanken. Ihr Lieben, wir haben einiges erlebt diesen Sommer und wir sind durch einige krasse Sachen gegangen, ihr wisst es. Und trotzdem haben wir es immer geschafft, letztendlich abends auf der Bühne zu stehen und die Show zu spielen. Dank euch. Und das ist wirklich, ohne euch geht einfach gar nichts. Vielen Dank für alles. Vielen Dank auch an die Deutsche Bahn. Das lasse ich jetzt wieder offen. Und beim Fabi wollen wir uns bedanken. Für den geilen Sommer, für alles, für check, check, check. Für Spaß, Fun und gute Laune. Genau dafür bin ich nämlich hier. Bist du ein bisschen wehmütig? Nö, ich versuche die Traurigkeit nicht zu fühlen. Nee, es geht ja nächstes Jahr weiter und wir haben ja so viele schöne neue Sachen vor. Also ihr dürft gespannt sein. Ey, lasst uns in Kontakt bleiben. Wir werden viel voneinander hören, auch noch die nächsten Wochen und Monate, auch wenn wir nicht spielen. Gibt es andere tolle Sachen, die noch anstehen. Wir haben sehr viel, wie sagt man, in der Pipeline. Es wird richtig toll die nächsten Monate. Ihr müsst unbedingt dranbleiben. Das, was als kleine Handy-Schnipsel-Träumerei angefangen hat, ist zu Inside the Band geworden. Eine kurze Frage, habt ihr Inside the Band geguckt? Ja, alle. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen in den komplexen Organismus einer Band. Vielen Dank fürs Gucken und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst nochmal ein bisschen Liebe da in den Kommentaren und liked das Video. So. Bedanken will ich mich bei euch für die schöne Zeit von Graz über Eckernförde bis hier nach Osterholz-Scharmbeck. Für mich war es eine große Ehre, eine Band wie euch zu begleiten. Es war mir ein Fest. Jetzt bin ich raus. Ein Thomas Stolle! Es gibt nur ein Thomas Stolle! Ihr Lieben, eine wunderschöne Reise geht zu Ende, bevor eine neue anfangen wird. Aber das war's jetzt einmal von Inside the Band! Tschüss, vielen Dank fürs Gucken, fürs Supporten. Bis bald. Dankeschön, macht's gut! Wir kommen ja nächstes Jahr. Hallo! Wir kommen ja wieder, also wer Bock hat, kommt gern vorbei. Wir sind wieder in eurem Dörfle.